herzlich willkommen zu unserem kleinen Video. Installation eines Schnorchels an einem Mitsubishi Shogun. Euch besser bekannt als Pajero. Der Rechtslenker heißt dann halt Shogun. Baujahr 97. Der Schnorchel ist von einem polnischen Anbieter bei eBay gekauft worden für gerade mal knapp unter 100 Euro inklusive Frachtgebühren. Und nach einer Woche war das Paket schon da, wie ihr hier sehen könnt, nochmal zusätzlich in Folie gewickelt. Ja, das Ganze ausgepackt kann man sehr schön sehen. Sowohl der Schnorchel als auch die ganzen Zubehörteile sind alle nochmal separat verpackt. Zubehör jeweils in zwei Beuteln und der Schnorchel ebenfalls nochmal in Folie eingeschweißt. Ja, mit dem Schnorchel wird natürlich eine Papierschablone geliefert, die das Ganze anzeichnen und die eigentliche Installation erleichtern soll. Da Papier natürlich so ein bisschen Temperaturschwankungen und auch anderen Sachen unterworfen ist, kann zum Beispiel schon alleine beim Druck was schiefgelaufen sein, vertraue ich der Geschichte nicht so ganz. Aus diesem Grund sollte man die Warnung auf der Schablone, also die Schablone wirklich an dem Schnorchel zu halten und nochmal sicherzustellen, dass alle Bohrungen passen, wirklich ernst nehmen. Man schneidet die Löcher an den Kotflügel nur einmal. So, wie kann man nun am leichtesten überprüfen, ob die Bohrungen der Schablone mit den Gewinden am Schnorchel übereinstimmen? Ich habe mir zu dem Zweck einfach sechs kleine Stifte von M8er Schrauben abgeschnitten und die dann angespitzt. Dann sieht das Ganze in etwa so aus. Als Bezugspunkt schneiden wir den Stutzen vom Schnorchel aus der Schablone aus. So können wir die Schablone besser auflegen und auch ausrichten. Die Schablone legen wir jetzt auf und drücken die gut auf die Spitzen an, dass die leicht durchs Papier durchdrücken. So, an den Bildern hier kann man sehr schön erkennen, dass das Ganze voll in die Hose gegangen wäre. Ganz nah am Stutzen sind die Bohrungen noch in Ordnung. Zur Mitte hin gibt es schon eine kleine Abweichung und am Ende des Schnorchels wäre die Sache also voll daneben gegangen. Diese Bohrungen können wir natürlich jetzt verwenden. So, unsere Grundidee war halt, dass wir den Schnorchel montieren, ohne den Kotflügel komplett runterzunehmen. Der soll dranbleiben. Ja, dafür sind ein paar Sachen nötig. Ganz wichtig ist, ihr habt ein paar Ratschenschlüssel. Ansonsten fummelt ihr euch wirklich zu Tode. Die sollten auch nicht gekröpft sein, sondern gerade. Auf jeden Fall muss ja die Innenverkleidung des Kotflügels raus, also des Radkastens. Da würdet ihr unter Umständen ein paar Probleme mit den Schrauben bzw. Klipsen bekommen. Ihr solltet entsprechend einen Ersatz bereit halten. Ebenso macht es natürlich Sinn, das Rad vorher abzunehmen. Fahrzeug entsprechend sichern, hochbocken. Da muss ich, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Diejenigen, die sowas wirklich machen, die sollten sowas kennen. Also auf jeden Fall im Weg, im Kotflügel ist der Vorratsbehälter der Scheinwerfer Waschanlage. Die ist bei meinem Shogun Rechtslenker auf der rechten Seite, genau da, wo ich eigentlich mit dem Schnorchel hin muss. Ob das bei den Linkslenkern so ist, kann ich nicht genau sagen. Müsst ihr im Einzelfall bei euch prüfen, seht ihr aber nach einem Blick unter die Haube, auf welcher Seite sich der Einfüllstutzen befindet. Nachdem ihr alle Schrauben gelöst habt, vom Stutzen und ein oder zwei Schrauben hier von dem Vorratsbehälter, könnt ihr das Ganze auseinanderziehen. Die sind von innen und außen nur ineinander gesteckt. Nur darauf achten, dass ihr euer Kabel nicht abreißt, da gibt es einen Stecker, den vorsichtig entfernen. Im Eifer des Gefechts haben wir vergessen, ein paar Bilder zu machen, nämlich die Vorbereitung aufs Bohren. Ja. Dazu haben wir den ganzen Kotflügel mit Kreppband abgeklebt im oberen Bereich, so dass wir vernünftig anzeichnen können. Und auf dieses Kreppband haben wir dann die Schablone fixiert mit Klebeband, um in einem Körner die jeweiligen Bohrungen angeschlagen. Ja, für die große Bohrung kann man natürlich, wenn man Profi ist, ja, das entsprechende Werkzeug hat, nämlich eine Lochsäge für Metall, kann man die verwenden für die große Bohrung. Die Maße stehen auch auf der Schablone drauf. Man leiht sich so eine Lochsäge oder, wie wir es gemacht haben, viele kleine Löcher im Kreis und im Anschluss das Ganze mit dem Dremel möglichst rund schleifen. Der Dremel, ja, ob man den hat oder nicht, mit einer Feile würde ich es nicht machen. Ganz wichtig ist, dass ihr danach sämtliche Bohrungen, also überall, wo das Blech beschädigt wurde, die Flächen mit einem vernünftigen Rostschutz wirklich bearbeitet. Also nicht einfach jetzt ins blanke Blech Schrauben rein und so weiter und so fort. Die Karren rosten eh schon schnell genug, da muss man das nicht auch noch hier unterstützen. So, der Schnorchel muss dran gehalten und solange die Bohrungen angepasst werden,
bis der Schnorchel sauber am Kotflügel anlegt. Erst dann könnt ihr den Haltewinkel oben für den Schnorchel an der A-Säule anzeichnen. Jetzt muss doch der entsprechende Flansch auf der Innenseite des Kotflügels montiert werden. Dieses Teil ist nicht vorgebohrt. Man kann aber von dem Original Winkelstück, welches im Kotflügel verbaut ist, das ist so eine Art 90 Grad Kunststoffwinkel, da kann man die Bohrungen 1:1 einfach übernehmen, also wie eine Art Schablone verwenden. Das sollte kein Problem sein. Wichtig ist nur, wenn ihr den Spalt, den Stutzen da verschraubt, mit ordentlich Dichtungsmasse muss das Ganze verklebt werden. Wenn der Schnorchel später an der Stelle Luft zieht, war das ganze Spielchen für die Katz und der Schnorchel ist im Prinzip nur Deko. Das sollte ja nicht sein. So, der mitgelieferte Verbindungsschlauch sollte jetzt erst auf den inneren Stutzen aufgeschoben und mit einer Schlauchschelle verschraubt werden. Und erst dann im Anschluss soll der Schnorchel eingeschoben werden. Auch hier nicht vergessen, vorher die Schlauchschelle entsprechend drüber zu schieben, damit man die im Anschluss leichter befestigen kann. Wie bereits eingangs erwähnt, hat uns ein 13er Ratschenschlüssel die Arbeit sehr erleichtert, weil ist somit das bequemste Gerät, wo man auf der Innenseite des Kotflügels die Schrauben des Schnorchels anschrauben kann. Hier sei noch zu erwähnen, die Bolzen, die in den Schnorchel geschraubt sind, die haben wir vorher noch mit Loctite Rot gesichert. Im Anschluss wird alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut, also sprich den Waschwassertank für die Scheinwerfer wieder einbauen, in den Einfüllstutzen aufschrauben, die ganze Radkastenverkleidung wieder anbringen, falls neue Schrauben oder Klipse verwendet werden, auch wieder hier an den Rostschutz denken. So, und dann seid ihr im Prinzip schon fertig. Die Passform als solche war einwandfrei. Wir mussten die Bohrung noch mal ein bisschen nachfräsen, aber im Großen und Ganzen für den Preis Qualität 1A.